Wollen wir noch mal zusammenfassen? Diese Elfen haben ein Mittel gefunden, um dich zu besiegen. Deine Spionin war ein faules Ei. Und inzwischen ist deine Zeit fast vorüber. Zum Donnerwetter, warum bringst du mir keine Resultate, Rixel? Vielleicht mache ich ja was falsch, hä? Möglicherweise war ich nicht motivierend. Oder habt ihr zu wenig positive Energien gesandt? Was meinst du dazu? Oh ja, das könnte sein, Meister. Bring mir das geflügelte Einhorn. Oder du wirst alles verlieren. Oder niemals Mitglied der Dunkelelfengesellschaft sein. Er war sehr ironisch. Kümmern Sie sich nicht um ihn. Wir brauchen eine neue Taktik. Eine frische Idee, um dem geflügelten Einhorn endlich habhaft zu werden. Eine neue Erfindung oder vielleicht auch eine Waffe? In diesem Fall sollten wir Politeus aufsuchen. Wir können ihm zwar nicht wirklich trauen, aber immerhin hat er uns stets etwas Nützliches angeboten. Fein, ich werde irgendwas Glitzerndes für ihn aussuchen. Hallo Mia, ich bewache hier die Einhörner. Hab ich gehört. Ist das nicht wundervoll? Ich meine, es ist eine Herausforderung, sie nicht aus den Augen zu lassen und nachts wird es ziemlich kalt. Aber ich bin so glücklich hier. Ich glaube nicht, dass ich je glücklicher war. Naja, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ja, ich weiß. Es hat eine Weile gedauert, um richtig anzukommen. Aber jetzt fühle ich mich hier so zu Hause. Was ist mit deinem wirklichen Zuhause? Ich weiß, du kannst dich an nichts erinnern, aber es... Doch, ich erinnere mich. Es ist alles wieder da, Mia. Ich komme aus einem Inselreich und zwar weit südlich der Küste Centopias. Doch es gibt nichts, was mich dort hält. Und ich habe kein Bedürfnis, zurückzukehren. Aber was ist mit... Hilfst du mir mit den Einhörnern? Eigentlich wollte ich dir das hier geben. Oh, wow. Ich kann's gar nicht fassen. Mein erster richtiger Freundschaftsring. Mo und Yuko und ich haben beschlossen, dass du Mitglied unseres Teams werden solltest. Er ist wunderschön. Danke, Mia. Wow, ja. Yippie. Yuko und Mo hatten recht. Ich habe sie falsch eingeschätzt. Sieh nur, wie hübsch er ist. Au! Pass auf, wo du hintrittst, du dummes kleines Pferd. Oh, Violetta! Was? Was hast du gesagt? Doch, du bist es. Oh Mann, ich kann's nicht fassen. Und ich hätt's wissen müssen. Schon die ganze Zeit über. Ich weiß nicht, worüber du dich so aufregst.